Kennst du das? Du bist in Deutschland selbstständig und hast natürlich deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Die hast du irgendwann mal zur Geburt bekommen. Aber dann machst du deine Anmeldung deiner Selbstständigkeit und bekommst noch eine Steuernummer. Unter Umständen sogar zwei unterschiedliche Steuernummern. Einmal für die privaten Steuern, also die Einkommensteuer, und die betrieblichen Steuern, also die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer. Wenn du international etwas mit Umsatzsteuer zu tun hast, dann brauchst du noch eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Die bekommst du natürlich auch. Wenn du Mitarbeiter einstellen möchtest, dann meldest du dich an bei der Bundesagentur für Arbeit als Arbeitgeber und bekommst noch eine Betriebsnummer. Außerdem bist du in der Regel dann auch Mitglied in der Berufsgenossenschaft und hast da eine Mitgliedsnummer. Dann könntest du dich noch eintragen im Handelsregister und hast da noch eine Handelsregisternummer. Natürlich bist du auch Mitglied in der IHK und hast eine IHK-Mitgliedsnummer. Und was brauchst du jetzt in Deutschland als Selbstständiger am dringendsten? Eine neue Nummer. Und zwar die Wirtschaftsidentifikationsnummer. Tatsächlich werden die Wirtschaftsidentifikationsnummern ab November 2024 an alle Unternehmen vergeben. Das heißt, alle Unternehmen, aber auch Freiberufler und Solo-Selbstständige, aber auch tatsächlich nicht gewinnorientierte Vereine beispielsweise, also gemeinnützige Vereine, die alle bekommen eine Wirtschaftsidentifikationsnummer. Die Voraussetzung ist, dass du irgendwie am Waren- und Wirtschaftsverkehr teilnimmst. Doch warum das Ganze? Tatsächlich sind die vielen Nummern nicht nur für dich blöd, sondern auch für die Behörden, weil jede Behörde, bei der du dich irgendwie registrierst als Selbstständiger, und das sind halt einige, vergibt dir eine eigene Nummer. Und wenn du dann mit diesen Behörden kommunizierst, dann musst du immer diese eine Nummer von dieser Behörde angeben. Es wäre ja schön, wenn es so etwas gibt wie ein Fingerabdruck, also eine einmalig vergebene Nummer für dein Unternehmen, und diese Nummer gilt dann einfach immer bei allen Behörden. Und im Privaten haben wir das tatsächlich. Im Privaten haben wir die Steueridentifikationsnummer. Die gibt es auch nicht schon immer. Aber diese Steueridentifikationsnummer, die bekommst du ein einziges Mal in deinem Leben und die verändert sich nie. Für Unternehmen gibt es sowas nicht. Zumindest bis heute. Und deswegen hat sich der Gesetzgeber überlegt, es wäre doch schön, so eine Wirtschaftsidentifikationsnummer zu haben, damit wir dann perspektivisch in der Zukunft nur noch diese eine Nummer verwenden können. Das wird natürlich jetzt nicht sofort innerhalb von einer Woche und einem Monat passieren, dass man allen Institutionen und allen Menschen, die irgendwie am Wirtschaftsverkehr teilnimmt, eine Nummer gibt und sofort alle anderen abschafft. Aber die Einführung dieser einmaligen Wirtschaftsidentifikationsnummer, die beginnt ab November 2024. Es kann aber auch sein, dass das Ganze noch ein bisschen länger dauert. Die Verteilung dieser Wirtschaftsidentifikationsnummern soll abgeschlossen sein im Jahr 2026. Das heißt, da gibt sich der Gesetzgeber so ungefähr 2 Jahre Zeit, damit wirklich jeder, der in Zukunft so eine Nummer haben soll, auch diese Nummer bekommt. Und ich kann jetzt schon regelrecht hören, oh mein Gott, noch ein Antrag, noch eine Nummer, dafür habe ich keine Zeit. Aber tatsächlich ist die Antragstellung, zumindest für die meisten von uns, sehr, sehr einfach geregelt. Denn wir alle, oder die meisten von uns zumindest, haben eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Und die Umsatzsteueridentifikationsnummer ist ja einmal die Nummer, die mit DE beginnt, und dann folgen so 9 Zahlen. Diese Umsatzsteueridentifikationsnummer, die gibt es für die umsatzsteuerliche Identifikation bei grenzüberschreitenden Leistungen innerhalb der EU. Also wenn du zum Beispiel Werbung buchst bei Google, dann musst du bei Google diese Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben, um Google nachzuweisen, dass du das Ganze für dein Unternehmen machst und damit Google dir keine Umsatzsteuer ausweist, weil du als Unternehmen quasi die Werbung einkaufst. Und die Wirtschaftsidentifikationsnummer ist tatsächlich sehr ähnlich aufgebaut. Die beginnt nämlich auch mit DE und den 9 Zahlen und dann folgt so ein kleiner Bindestrich und dann nochmal 5 Nummern, also 5 einzelne Zahlen, die dann dein Unternehmen, bestimmte Niederlassungen, bestimmte Tätigkeitsbereiche und so weiter nochmal separieren. Aber die Kernnummer besteht tatsächlich aus DE und 9 Zahlen. Das heißt, all diejenigen, die eine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben oder bis zum 30. September 2024 eine Umsatzsteueridentifikationsnummer bekommen, für die wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer zum 1. November 2024 automatisch zur Wirtschaftsidentifikationsnummer. Das macht die Umsatzsteueridentifikationsnummer noch nicht überflüssig, aber dann habt ihr quasi eine Nummer für 2 Zwecke. Die Selbstständigen, die noch keine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben, zum Beispiel kleine Unternehmen, die nur Geschäfte mit anderen Unternehmen und Privatpersonen aus Deutschland machen, also keine grenzüberschreitenden Leistungen in Anspruch nehmen oder Waren verkaufen, die haben ja keine Umsatzsteueridentifikationsnummer, die sollen aber perspektivisch auch eine Wirtschaftsidentifikationsnummer bekommen. Wie bei diesen Selbstständigen die Vergabe der Wirtschaftsidentifikationsnummer funktioniert, ist heute noch gar nicht 100%ig klar. Das heißt, da müssen die Behörden noch ein bisschen Arbeit reinstecken, damit das Ganze rechtlich und technisch
vernünftig läuft und dass du diese Nummer beantragen kannst oder dass sie dir auch ohne Antrag zugeteilt werden kann. Und mit dieser Identifikationsnummer kommt dann auch ein Register. Ein Register mit Unternehmensbasisdaten. Dieses Unternehmensregister wird geführt vom Statistischen Bundesamt und da werden ein paar Basisdaten von deinem Unternehmen gespeichert. Und zwar genauer gesagt einmal die Wirtschaftsidentifikationsnummer natürlich, die Firma und Name deines Unternehmens, die früheren Firmennamen und Namen des Unternehmens, falls du dich irgendwann mal umfirmiert hast, die Rechtsform, die Wirtschaftszweignummer, der amtliche Gemeindeschlüssel, die Anschrift des Unternehmens und der Firmensitze, den Handelsregistereintrag, das Datum der Betriebseröffnung oder der Beendigung, die zuständigen Finanzbehörden, also das Finanzamt und die Unterscheidungsmerkmale sowie Angaben zu verbundenen Unternehmen. Das heißt, es gibt so eine Datei, so ein Register mit Unternehmensbasisdaten und das Ganze wird dann da gespeichert. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck dieser Nummer, jetzt noch ein Register zu führen, sondern der Sinn und Zweck ist die eindeutige Identifikation deiner Selbstständigkeit, deines Unternehmens, wenn du mit Behörden Kontakt hast. Und diese Nummer wird jetzt erstmal eingeführt, 2024 bis 2026. Und wir haben diese ganzen anderen Nummern auch. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich bin ein kleines bisschen skeptisch, dass all die Nummern, die ich am Anfang des Videos aufgezählt habe, dass die jetzt alle in Zukunft einfach wegfallen und wir nur noch die Wirtschaftsidentifikationsnummer verwenden. Deutschland ist relativ gut darin, neue Nummern zu erfinden. Die alten dann sterben zu lassen. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber es ist auch erst möglich, wenn jeder diese Nummer hat. Das heißt, es ist heute noch unmöglich zu sagen, wann und wo eigentlich diese Nummern in Zukunft überall gebraucht werden und angegeben werden sollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft in Bezug zum Finanzamt oder der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel nur noch diese eine Nummer reicht. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass die IHK ihre eigenen Mitgliedsnummern abschaffen und dann diese Wirtschaftsidentifikationsnummer verwenden stattdessen. Aber die Zusammenfassung und ich würde mal sagen, die Konsolidierung von Unternehmensnummern, die ist eindeutig das Ziel dieser Wirtschaftsidentifikationsnummer. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Vorhaben ist erstmal eine gute Sache. Ich bin aber sehr gespannt auf die nächsten Jahre, wie das dann umgesetzt werden wird. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und da noch nicht alles hundertprozentig klar ist, wie du deine Nummer bekommst, wann du sie bekommst und so weiter, empfehle ich dir, diesen Kanal zu abonnieren. Weil wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt oder auch irgendwelche andere Neuigkeiten in Bezug zu Buchhaltung und Steuern und so weiter, dann erfährst du das auf diesem Kanal natürlich als erstes. Und natürlich möchte ich dir auch noch einmal auf meine Empfehlungen aufmerksam machen. Wenn du selbstständig bist und ein Buchhaltungsprogramm brauchst, ein Rechnungsprogramm brauchst, ein Bankkonto, und Steuerberater und so weiter, findest du all meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Und jetzt könntest du beispielsweise eins unserer anderen Videos anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.